Modelltest 11. Teil 1. Sie hören nun fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie zehn Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Unser Reisemarkt, liebe Zuhörer, hat dieses Mal noch einen ganz besonders heißen Tipp für Sie. Schneehasentreff in der Salzburger Sportwelt. Die Schneemengen, die Frau Holle auf den 350 Pistenkilometern zwischen Flachon und Filsmoos seit Jahresbeginn aus ihren Betten geschüttelt hat, machen die Region auch zu Ostern zu einem beliebten Wintersportziel. Dabei kommt Familien die Osterfamilienaktion ab 17. März besonders entgegen. Sobald ein Elternteil einen 6-Tage-Skipass kauft, erhalten alle Kinder bis 15 Jahre gratis Skipässe. Außerdem hält jeder Skiort besondere Überraschungen für Klein und Groß bereit. Es lohnt sich also, die Osterwoche mal in Weiß zu buchen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Unser Reisemarkt, liebe Zuhörer, hat dieses Mal noch einen ganz besonders heißen Tipp für Sie. Schneehasentreff in der Salzburger Sportwelt. Die Schneemengen, die Frau Holle auf den 350 Pistenkilometern zwischen Flachon und Fitzmoos seit Jahresbeginn aus ihren Betten geschüttelt hat, machen die Region auch zu Ostern zu einem beliebten Wintersportziel. Dabei kommt Familien die Osterfamilienaktion ab 17. März besonders entgegen. Sobald ein Elternteil einen 6-Tage-Skipass kauft, erhalten alle Kinder bis 15 Jahre gratis Skipässe. Außerdem hält jeder Skiort besondere Überraschungen für klein und groß bereit. Es lohnt sich also, die Osterwoche mal in weiß zu buchen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören Verbrauchertipps im Radio. Neue Bastel- und Dekotrends für Frühjahr und Sommer. Bestellen Sie noch heute kostenlos den Battinetta Frühjahrskatalog unter www.battinetta.ch 114 Seiten Kreativideen inklusive großem Osterteil. Es erwartet Sie eine riesengroße Auswahl für Ihr kreatives Hobby. Ob Sie basteln, malen oder dekorieren wollen. In aller Ruhe können Sie auswählen, vergleichen, entscheiden und kaufen, gemütlich von zu Hause aus. Unter der Adresse www.battinetta.ch finden Sie außerdem Videoclips, zahlreiche Bastelvorschläge und Schritt für Schritt Anleitungen. Ihre Bestellung können Sie per Rechnung oder Kreditkarte bezahlen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Neue Bastel- und Dekotrends für Frühjahr und Sommer. Bestellen Sie noch heute kostenlos den Battinetta Frühjahrskatalog unter www.battinetta.ch. 114 Seiten Kreativideen inklusive großem Osterteil. Es erwartet Sie eine riesengroße Auswahl für Ihr kreatives Hobby. Ob Sie basteln, malen oder dekorieren wollen. In aller Ruhe können Sie auswählen, vergleichen, entscheiden offen, gemütlich von zu Hause aus. Unter der Adresse www.battinetta.ch finden Sie außerdem Videoclips, zahlreiche Bastelvorschläge und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ihre Bestellung können Sie per Rechnung oder Kreditkarte bezahlen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie zehn Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo, Frau Heinrich, hier ist die Praxis Dr. Siebert. Es geht um Ihren Termin heute Nachmittag. Leider musste Herr Dr. Siebert wegen eines Notfalls dringend ins Krankenhaus. Könnten Sie vielleicht am Mittwoch zur gleichen Zeit kommen? Geben Sie mir bitte noch heute Bescheid, ob Ihnen das passt. Und vergessen Sie auch nicht, Ihre Untersuchungen vom Orthopäden mitzubringen. Ich erwarte Ihren Rückruf. Vielen Dank und auf Wiederhören. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo, Frau Heinrich. Hier ist die Praxis Dr. Siebert. Es geht um Ihren Termin heute Nachmittag. Leider musste Herr Dr. Siebert wegen eines Notfalls dringend ins Krankenhaus. Könnten Sie vielleicht am Mittwoch zur gleichen Zeit kommen? Geben Sie mir bitte noch heute Bescheid, ob Ihnen das passt. Und vergessen Sie auch nicht, Ihre Untersuchungen vom Orthopäden mitzubringen. Ich erwarte Ihren Rückruf. Vielen Dank und auf Wiederhören. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören die Nachrichten im Radio. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören die Mittagsnachrichten. Ein unbekannter Täter verübte im Zeitraum von Freitag ab 19 Uhr bis Samstag gegen 9.50 Uhr fünf Einbruchsdiebstähle in Fahrzeugen. Die Autos wurden von den Besitzern in Leonding versperrt abgestellt. Der Täter brach mit einem Werkzeug die Seitenfenster auf. In allen Fällen durchsuchte der Täter Taschen sowie Verpackungen, welche auf Vorder- und Rücksitzen der PKWs abgelegt waren. Bis auf einen Rucksack mit Badesachen hat der unbekannte Täter nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts entwendet. In der Innenstadt ereignete sich heute in den frühen Morgenstunden. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören die Mittagsnachrichten. Ein unbekannter Täter verübte im Zeitraum von Freitag ab 19 Uhr bis Samstag gegen 9.50 Uhr fünf Einbruchsdiebstähle in Fahrzeugen. Die Autos wurden von den Besitzern in Leonding versperrt abgestellt. Der Täter brach mit einem Werkzeug die Seitenfenster auf. In allen Fällen durchsuchte der Täter Taschen sowie Verpackungen, welche auf Vorder- und Rücksitzen der PKWs abgelegt waren. Bis auf einen Rucksack mit Badesachen hat der unbekannte Täter nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts entwendet. In der Innenstadt ereignete sich heute in den frühen Morgenstunden Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Bis zu den Nachrichten um 20 Uhr hören Sie nun interessante Werbebotschaften. Für die Studie Intelligentes Hören und Verstehen in allen Lebenslagen sucht Hören mit Fiebing 75 Testhörer. Es können Personen teilnehmen, die bisher keine Hörgeräte tragen, aber auch solche, die bereits Erfahrung als Hörgeräteträger haben. Die Teilnahme ist kostenfrei und verpflichtet nicht zum Kauf. Informationen und Anmeldung bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres. Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr. Mittwoch und Donnerstag auch 14 bis 18 Uhr. Hören mit Fiebing, Kleeallee 345, Berlin Zehlendorf. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Bis zu den Nachrichten um 20 Uhr hören Sie nun interessante Werbebotschaften. Für die Studie Intelligentes Hören und Verstehen in allen Lebenslagen sucht Hören mit Fiebing 75 Testhörer. Es können Personen teilnehmen, die bisher keine Hörgeräte tragen, aber auch solche, die bereits Erfahrung als Hörgeräteträger haben. Die Teilnahme ist kostenfrei und verpflichtet nicht zum Kauf. Informationen und Anmeldung bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres. Öffnungszeiten Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr. Mittwoch und Donnerstag auch 14 bis 18 Uhr. Hören mit Fiebing, Kleeallee 345, Berlin Zehlendorf. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Meldung im Radio. Zum Abschluss unseres Magazins Gesundheit ist das höchste Gut möchte ich heute, meine Damen und Herren, über die ersten Ergebnisse von IDEFIX, der europaweit bisher größten Studie zu Übergewicht bei Kindern, berichten. In Europa ist jedes fünfte Kind übergewichtig. Deutschland liegt im Mittelfeld. Die besten Werte haben nordeuropäische Länder wie Schweden und Estland. Am unteren Ende stehen Zypern und Italien. Dabei hat man festgestellt, dass Kinder, die sich wenig bewegen und lange Zeit vor dem Bildschirm sitzen, ein deutlich erhöhtes Risiko tragen. Dasselbe gilt übrigens für Kinder mit Schlafmangel. Deshalb will man jetzt Programme in Schulen und Kindergärten fördern, bei denen die körperliche Aktivität angeregt und die Ernährungs- und Schlafgewohnheiten verändert werden. So viel für heute. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Zum Abschluss unseres Magazins Gesundheit ist das höchste Gut möchte ich heute, meine Damen und Herren, über die ersten Ergebnisse von IDEFIX, der europaweit bisher größten Studie zu Übergewicht bei Kindern, berichten. In Europa ist jedes fünfte Kind übergewichtig. Deutschland liegt im Mittelfeld, die besten Werte haben nordeuropäische Länder wie Schweden und Estland, am unteren Ende stehen Zypern und Italien. Dabei hat man festgestellt, dass Kinder, die sich wenig bewegen und lange Zeit vor dem Bildschirm sitzen, ein deutlich erhöhtes Risiko tragen. Dasselbe gilt übrigens für Kinder mit Schlafmangel. Deshalb will man jetzt Programme in Schulen und Kindergärten fördern, bei denen die körperliche Aktivität angeregt und die Ernährungs- und Schlafgewohnheiten verändert werden. So viel für heute. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie fünf Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einer Führung in der Emmentaler Käserei teil. Grüezi, liebe Leute. In der Emmentaler Käserei in Affoltern im schönen Emmental. Mit seinen sanften Hügeln. Ein wunderbarer Ort übrigens auch, um Wanderungen und Velotouren zu machen. Sie haben sich aber heute Billets zur Besichtigung der Käserei besorgt. Und ich werde Sie begleiten. Mein Name ist Lukas Egger. Blicken wir erstmal einen Moment zurück in die Geschichte. Der Emmentaler Käse wird schon seit dem 13. Jahrhundert hergestellt. 1978 erhielt eine Arbeitsgruppe den Auftrag, Ideen für die Realisierung eines Käsereibetriebes zu sammeln. Besuchern aus dem In- und Ausland sollte auf informative Weise gezeigt werden, wie der Käse gemacht wird. Im Juni 1985 war es dann soweit, dass die Emmentaler Schaukäserei gegründet werden konnte. Inzwischen kommen 300.000 Besucher im Jahr zu uns und heute erfahren Sie hier auf über 17.000 Quadratmetern alles über die Herstellung des weltbekannten Käses. Auf unserer Führung besichtigen wir vier kaisereigenerationen aus verschiedenen Zeitepochen. In der ersten Station sehen Sie den Kührstock aus dem Jahre 1741, wo Sie auf traditionelle Art selber Stückkliekäse über offenem Feuer herstellen können. Im zweiten Gebäude, also der zweiten Station, in der Feuerwagenkaiserei von 1900, erwarten Sie Spezialitäten aus der Bäckerei und Konditorei. Nummer 3 ist die Dorfkäserei aus dem Jahr 1954. In der vierten Station ist die Showkäserei mit modernen Produktionsanlagen aus dem Jahr 1990. Wir zeigen Ihnen da, wie der Emmentaler heutzutage hergestellt wird und wie die Löcher in den Käse kommen. Und zwar können Sie die Produktionsabläufe live von der Besuchergalerie aus beobachten. In einem kurzen Film erfahren Sie mehr, über die Milch- und Landwirtschaft. Wenn Sie dann nach dem Besuch der kaiserei etwas essen wollen, empfehle ich Ihnen einmal den Gasthof Emmentaler, wo man Ihnen glustige und saisonale Menüs serviert. Sie können den Gasthof übrigens auch für Ihren Verein, für Ihr Firmen oder Familienfest mieten. Oder Sie besuchen das Restaurant Emmentaler Schaukäserei, wo typische Käsespezialitäten zu den täglichen Hits gehören. Zum Morgenessen wird es dann ja schon zu spät sein, aber zum Mittag können sie aus sechs verschiedenen Tagesmenüs aussuchen. Während nun die Eltern im Restaurant genießen, können die Kinder unterdessen auf dem abenteuerlichen Spielplatz ihren Spaß haben. Oder sie besuchen die märli Tante Barbara. Sie erzählt spannende Geschichten von großen Abenteuern, da können die Kinder in die fantastische Welt der Märchen eintauchen. Der Streichelzoo ist leider zurzeit nicht geöffnet. Der macht erst im September wieder auf. Vielleicht wollen Sie auch ein Andenken mitnehmen. Im Käsefachgeschäft finden Sie viele regionale und nationale Käsesorten. Degustieren Sie die verschiedenen Käse im Angebot. Im Handwerksladen vis-à-vis -vis gibt es etwas für jeden Geschmack. Ob Souvenirs, regionales Handwerk Spielsachen, Kleider, Glasartikel oder Keramik. Sie finden da sicher ein attraktives Mitbringsel. Und in der Bäckerei nebenan sind die feinen Backwaren und Konfitüren ganz besonders verführerisch. Aber kommen Sie jetzt. Wir gehen zur ersten Station. Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie sieben Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie warten an einer Bushaltestelle auf den Bus und hören, wie sich ein Mann und eine Frau über den Umwelttag an einer Schule unterhalten. Hallo, Frau Nowak, kommen Sie um diese Zeit von der Schule? Guten Abend, Herr Krüger, der Vater von Nils, zwölfte Klasse. Ach ja, richtig, der Vater von Nils. Guten Abend, Herr Krüger. Ja, heute hatten wir doch den Umwelttag in der Schule. Und zum Schluss gab es natürlich noch eine Party, und die ist jetzt erst aus. Das war aber dann ein langer Tag für sie. Aber es hat sich gelohnt und die vielen Vorbereitungen auch. Der Umwelttag war ein großer Erfolg. Übrigens, das, was Nils gemacht hat, war wirklich gut. Viele Schüler und Lehrer fanden es sehr interessant, und Eltern waren natürlich auch da. Ja, ich konnte heute leider nicht. Am Anfang wollte Nils gar nicht mitmachen. Schon wieder so ein blöder Umwelttag, hat er gesagt. Und wir sollen alle was machen. Was soll ich denn da mit meinem Motorrad machen? Sie müssen wissen, er hat seit kurzem ein Motorrad und denkt an nichts anderes. Ja, das weiß ich. Nils und sein Motorrad. Na ja, da habe ich ihm vorgeschlagen, Tipps zu geben, aber auch zu zeigen, wie man mit dem Motorrad umweltfreundlich fahren kann. Viele Schüler wollten anfangs nicht, aber heute Nachmittag haben dann doch fast alle mit einem Projekt oder so teilgenommen. Nachmittag ich dachte, der Umwelttag hat schon morgens begonnen. Ja, aber am Morgen hatten wir die Aktion Spielplatz. Aktion Spielplatz? Davon hat mir Nils gar nichts erzählt. Neben dem Gymnasium ist doch ein Spielplatz, nicht? Na, und eine Gruppe hat eben auf dem Spielplatz den Abfall weggeräumt, sich um die Pflanzen gekümmert und auch einige Sachen repariert, damit der Spielplatz wieder schön ist, jetzt im Frühling, wo wieder mehr Kinder dort spielen. Ist ja toll. Und die andere Gruppe? Neben dem Spielplatz ist eine große graue Wand. Die sah wirklich nicht schön aus. Und auf der Wand hat die andere Gruppe Graffitis gemalt. Die hatten sie im Kunstunterricht vorbereitet, damit es heute schneller geht. Wir hatten natürlich die Erlaubnis vom Bürgermeister. Ich hoffe, Sie haben viele Fotos gemacht für die Eltern, die nicht kommen konnten. Selbstverständlich. Aber andere Lehrer auch, und es wird auch eine Reportage in der Online Schülerzeitung geben. Aber von der Stadtzeitung waren auch Reporter da. Und auch vom Radio. Eine hat sogar mit Nils ein Interview gemacht. Da werden Sie Ihren Sohn bald im Radio hören. Na, das freut einen stolzen Vater sehr. Aber hier kommt jetzt mein Bus. Freut mich, dass ich Sie getroffen habe. Schönen Abend noch. Ja, auf Wiedersehen, Herr Krüger. Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie acht Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu: Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Die Moderatorin der Radiosendung Treffpunkt Salzburg diskutiert mit dem Schüler Daniel, der Sportlehrerin Anna Binder und Herrn Professor Fuchs zum Thema Noten im Sportunterricht. Grüß Gott und guten Tag. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer in Salzburg und Umgebung. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von Treffpunkt Salzburg, der täglichen Nachmittagssendung mit interessanten Themen aus und über Salzburg. Heute habe ich drei Gäste bei mir im Studio. Und zwar Daniel. Hey, servus. Ich heiße Daniel. Bin zwölf und ich gehe aufs Gymnasium. Bei Anna Binder ist bei uns Frau Binder. Grüß Gott. Ich bin Anna Binder, hab letztes Jahr mein Studium abgeschlossen und arbeite zum ersten Mal als Sportlehrerin. Und schließlich den Herrn Professor Fuchs. Also ich bin Paul Fuchs, ich bin Professor für Sportdidaktik an der Universität Wien. Und eine meiner Aufgaben ist es, unsere Studenten, die Sportlehrer werden wollen, bei ihren Pflichtpraktika zu betreuen. Das sind also unsere Studiogäste. Und unser heutiges Thema ist Noten im Sportunterricht. Aber zuerst einmal zu dir, junger Mann. Daniel, du hast dich bei der Schulbehörde beschwert. Warum denn? Ähm, also ja, mein Sportlehrer gibt den Mädchen bessere Noten als den Buben, auch wenn die Mädchen gar sind. Wenn ein Mädchen und ein Bub gleich weit springen, dann kriegt das Mädchen dafür mehr Punkte und dann hinterher eine bessere Zeugnisnote. Das fand ich ungerecht. Herr Professor Fuchs, ist das ein Einzelfall? Leider nicht, Im, ganz im Gegenteil. Aus ganz Österreich hören wir das und auch über andere Probleme mit den Sportnoten, obwohl das schon lange nicht mehr so sein sollte. In meinem Praktikum, äh, äh, entschuldigung, Herr Professor Fuchs. Aber bitte, Frau Binder. Schließlich waren Sie ja letztes Jahr meine beste Praktikantin. <laughs> Danke. Ja, ähm, also in den beiden Schulen, in denen ich mein Praktikum gemacht habe, habe ich das, was Daniel sagt, auch gesehen. Vor allem bei älteren Lehrern. Vermutlich, weil sie immer noch denken, dass Mädchen in diesem Alter schwächer sind als die Buben. Aber das stimmt doch gar nicht. Ein Schulfreund von mir, der, ähm, hat mir gesagt dass die Mädchen in meinem Alter noch genauso stark sind wie die Buben. Der hat gesagt, dass das erst später anders wird. Und meine Mutter hat das auch im Internet gefunden. Sag mal, Daniel, das mit der Beschwerde, hast du das ganz allein gemacht? Das ist doch sicher gar nicht so einfach. Doch, eigentlich schon. Meine Mutter hat mich mit dem Auto zur Schulbehörde gebracht. Das wollte sie unbedingt. Aber in die Schulbehörde bin ich dann allein rein. Alle waren sehr freundlich. Es gab fertige Formulare, die man nur ausfüllen musste. Nein, das war kein Problem. Und ich frage aus beruflichem Interesse, hat die Schulbehörde reagiert? Zwei Leute von der Schulbehörde haben bei uns im Sportunterricht zugeschaut und dann auch mit dem Lehrer gesprochen. Für dich, Daniel, war das sicher ein Erfolgsgefühl, dass da jemand an eure Schule gekommen ist. Aber hat das geholfen? Ist die Situation besser geworden? Ähm, ich, äh, habe nicht den Eindruck. Das überrascht mich leider überhaupt nicht. Und dass Mädchen und Buben unterschiedlich behandelt werden, ist nicht das einzige Problem. In der Theorie wissen alle, dass heute für die Note nicht nur die rein sportliche Verbessertung zählt, sondern auch noch andere Sachen, zum Beispiel ob ein Schüler sich anstrengt, ob er besser wird, ob er fair spielt, weil das eben genauso wichtig, ja und vielleicht sogar noch wichtiger ist, damit Schüler auch nach der Schule noch Lust haben, sportlich aktiv zu sein. Und warum machen die Lehrer das dann ganz anders? Weil das in der Praxis im Lehreralter gar nicht so einfach ist. Für eine sportliche Leistung kann man ganz einfach eine Note geben. So weit gesprungen, so schnell gelaufen, also die Note. Bei den anderen Sachen, also zum Beispiel, ob einer fair spielt, ist es nicht so einfach. Dazu kommt, dass auch die meisten Schüler und Eltern finden, dass die sportliche Leistung die größte Rolle spielt. Doch da können Sie, Herr Professor Fuchs, mit Ihrer Erfahrung an der Universität sicher viel mehr dazu sagen. Wir wissen, dass es wichtig ist, dass die Schüler, aber die Eltern auch, verstehen und akzeptieren, wie Noten gegeben werden. Sonst gibt es viele negative Reaktionen und Probleme. Und da muss gerade für den Sportunterricht noch viel getan werden. Wichtig sind dabei Gespräche der Lehrer mit den Eltern und Schülern. Und da gibt es mittlerweile Projekte, selbstverständlich auch von der Universität Wien, die direkt in der Schule die Lehrer dabei unterstützen. Und an diesen Projektschulen läuft die Sache inzwischen auch besser. Auch gibt es andererseits eine große Diskussion darüber, dass es für Sport und auch für andere Fächer wie Kunst oder Musik überhaupt keine Noten geben sollte. Und warum eigentlich nicht für alle Fächer? Das wäre doch echt super. Das ist nicht so einfach, wie du denkst, Daniel. Noten helfen dir ja auch zu sehen, wie gut du bist, ob du dich verbesserst oder verschlechterst. Tja, und dann gibt's noch die Diskussion, ob Sport vielleicht kein Pflichtfach mehr sein sollte. Zumindest in den höheren Klassen. Naja, dass es Sport gibt, finde ich eigentlich schon gut. Viele Kinder und Jugendliche bewegen sich heute ja kaum. Und da ist die Mehrheit der Schüler derselben Meinung wie du, Daniel. Aber wie gesagt, es kann sicher noch viel getan werden, um den Sportunterricht und den Schulsport allgemein besser zu machen. Aber darüber werden wir dann ein anderes Mal sprechen. Denn unsere Sendezeit ist leider vorbei. Herr Fuchs, Frau Binder, Daniel, vielen Dank für diese interessante und sehr lebendige Diskussion. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf Wiederhören. Bis morgen um dieselbe Zeit. Hören Sie nun den Text noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Grüß Gott und guten Tag! Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer in Salzburg und Umgebung. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von Treffpunkte ist bei Salzburg, der täglichen Nachmittagssendung mit interessanten Themen aus und über Salzburg. Heute habe ich drei Gäste bei mir im Studio. Und zwar Daniel. Hey, Servus! Ich heiße Daniel, bin zwölf und ich gehe aufs Gymnasium. Weiter ist bei uns Frau Binder. Grüß Gott! ich bin anna binder hab letztes jahr mein studium abgeschlossen und arbeite zum ersten mal als sportlehrerin und schließlich den herrn professor fuchs also ich bin paul fuchs ich bin professor für sportdidaktik an der universität wien und eine meiner aufgaben ist es unsere studenten die sportlehrer werden wollen bei ihren pflichtpraktika zu betreuen das sind also unsere studiogäste und unser heutiges thema ist noten im sportunterricht aber zuerst einmal zu dir, junger Mann. Daniel, du hast dich bei der Schulbehörde beschwert. Warum denn? Ähm, also, ja, mein Sportlehrer gibt den Mädchen bessere Noten als den Buben. Auch wenn die Mädchen gar nicht besser sind. Wenn ein Mädchen und ein Bub gleich weit springen, dann kriegt das Mädchen dafür mehr Punkte und dann hinterher eine bessere Zeugnisnote. Das fand ich ungerecht. Herr Professor Fuchs, ist das ein Einzelfall? Leider nicht. Im, ganz im Gegenteil. Aus ganz Österreich hören wir das und auch über andere Probleme mit den Sportnoten, obwohl das schon lange nicht mehr so sein sollte. In meinem Praktikum, äh, äh, entschuldigung, Herr Professor Fuchs. Aber bitte, Frau Binder. Schließlich waren Sie ja letztes Jahr meine beste Praktikantin. <laughs> Danke. Ja, ähm, also in den beiden Schulen, in denen ich mein Praktikum gemacht habe, habe ich das, was Daniel sagt, auch gesehen. Vor allem bei älteren Lehrern. Vermutlich, weil sie immer noch denken, dass Mädchen in diesem Alter schwächer sind als die Buben. Aber das stimmt doch gar nicht. Ein Schulfreund von mir, der, ähm, hat mir gesagt, dass die Mädchen in meinem Alter noch genauso stark sind wie die Buben. Der hat gesagt, dass das erst später anders wird. Und meine Mutter hat das auch im Internet gefunden. Sag mal, Daniel, das mit der Beschwerde, hast du das ganz allein gemacht? Das ist doch sicher gar nicht so einfach. Doch, eigentlich schon. Meine Mutter hat mich mit dem Auto zur Schulbehörde gebracht. Das wollte sie unbedingt. Aber in die Schulbehörde bin ich dann allein rein. Alle waren sehr freundlich. Es gab fertige Formulare, die man nur ausfüllen musste. Nein, das war kein Problem. Und ich frage aus beruflichem Interesse, hat die Schulbehörde reagiert? Zwei Leute von der Schulbehörde haben bei uns im Sportunterricht zugeschaut und dann auch mit dem Lehrer gesprochen. Für dich, Daniel, war das sicher ein Erfolgsgefühl, dass da jemand an eure Schule gekommen ist. Aber hat das geholfen? Ist die Situation besser geworden? Ähm, ich, äh, hab nicht den Eindruck. Das überrascht mich leider überhaupt nicht. Und dass Mädchen und Buben unterschiedlich behandelt werden, ist nicht das einzige Problem. In der Theorie wissen alle, dass heute für die Note nicht nur die rein sportliche Leistung zählt, sondern auch noch andere Sachen. Zum Beispiel, ob ein Schüler sich anstrengt, ob er besser wird, ob er fair spielt weil das eben genauso wichtig, ja und vielleicht sogar noch wichtiger ist, damit Schüler auch nach der Schule noch Lust haben, sportlich aktiv zu sein. Und warum machen die Lehrer das dann ganz anders? Weil das in der Praxis im Lehreralter gar nicht so einfach ist. Für eine sportliche Leistung kann man ganz einfach eine Note geben. So weit gesprungen, so schnell gelaufen, also die Note. Bei den anderen Sachen, also zum Beispiel ob einer fair spielt, ist es nicht so einfach. Dazu kommt, dass auch die meisten Schüler und Eltern finden, dass die sportliche Leistung die größte Rolle spielt. doch da können Sie, Herr Professor Fuchs, mit Ihrer wie Erfahrung an der Universität sicher viel mehr dazu sagen. Wir wissen, dass es wichtig ist, dass die Schüler aber die Eltern auch verstehen und akzeptieren, wie Noten gegeben werden. sonst gibt es viele negative Reaktionen und Probleme, und da muss gerade für den Sportunterricht noch viel getan werden. Wichtig sind dabei Gespräche der Lehrer mit den Eltern und Schülern. Und da gibt es mittlerweile Projekte, selbstverständlich auch von der Universität Wien, die direkt in der Schule die Lehrer dabei unterstützen. Und an diesen Projektschulen läuft die Sache inzwischen auch besser. Auch gibt es andererseits eine große Diskussion darüber, dass es für Sport und auch für andere Fächer wie Kunst oder Musik überhaupt keine Noten geben sollte. Und warum eigentlich nicht für alle Fächer? Das wäre doch echt super. Das ist nicht so einfach, wie du denkst, Daniel. Noten helfen dir ja auch zu sehen, wie gut du bist, du dich verbesserst oder verschlechterst. Tja, und dann gibt's noch die Diskussion, ob Sport vielleicht kein Pflichtfach mehr sein sollte. Zumindest in den höheren Klassen. Naja, dass es Sport gibt, finde ich eigentlich schon gut. Viele Kinder und Jugendliche bewegen sich heute ja kaum noch. Und da ist die Mehrheit der Schüler derselben Meinung wie du, Daniel. Aber wie gesagt. Es kann sicher noch viel getan werden, um den Sportunterricht und den Schulsport allgemein besser zu machen. Aber darüber werden wir dann ein anderes Mal sprechen. Denn unsere Sendezeit ist leider vorbei. Herr Fuchs, Frau Binder, Daniel, vielen Dank für diese interessante und sehr lebendige Diskussion. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf Wiederhören. Bis morgen um dieselbe Zeit.